Herzlich willkommen zum ersten Altstadt-Talk. Wir haben heute drei ganz spezielle Persönlichkeiten hier. Alle drei kümmern sich um die Lädler in der Altstadt von Zofingen. Wir haben hier neben mir Gabriela Zosso vom Gewerbeverein Zofingen, dann der Christoph Heer von Piazza und Brigitte Albisser vom Stadtmarketing Zofingen. Das erste Mal einsteigend, Gabriela, wann bist du das letzte Mal gepostet in der Altstadt? Am Samstag. Also ich gehe nicht so häufig. Es ist sicher so, dass es sehr unterschiedlich ist, was man braucht. Aber regelmässig bin ich schon in der Altstadt. Vorwiegend Sachen, die man für den täglichen Gebrauch braucht. Also wöchentlich? Kann ich, ja. Vielleicht gibt es mal eine Woche, wo ich nicht bin. Aber ja, probiere es. Christoph, wie sieht es bei dir aus? Also ich bin den ganzen Tag in der Altstadt und ich kaufe eigentlich auch das meiste in der Altstadt. Ausser so manchmal grosse Einkaufe oder so etwas. Brigitte, wie sieht es bei dir aus? Ich bin ähnlich wie Gabriela diesbezüglich. Ich kaufe vor allem den Käse und vor allem aber auch das Brot zu Zofingen. So die Sachen hauptsächlich. Und ab und zu Schuhe. je nachdem. Also es ist nicht ganz regelmäßig. Manchmal ist es wirklich häufig und dann wieder eine Weile lang, wo ich einfach nicht viel brauche. Und dann halt das nicht oder nicht hier posten. Was schätzt du am Einkaufserlebnis Altstadt Zofingen am meisten? Eigentlich spazieren durch die Gassen, schauen, was eigentlich da überall wieder passiert, welche Leute so unterwegs sind. Ich freue mich auch immer sehr, wenn irgendwo rausgetischt ist und man sieht, dass Leute in der Altstadt irgendwo etwas essen oder käfeln. Die Vielfalt auch. Ich finde nach wie vor, ist echt Zofingen eine Altstadt, die sehr viele verschiedene Geschäfte hat. Vielleicht jetzt nicht so die typischen grossen Ketten, aber für das könnte man ja auch in ein Einkaufszentrum gehen, sondern wirklich so ein spezielle Geschäfte, die man nicht überall findet. Um 15 Waffen führen, das ist schon noch wichtig. Christoph, was findest du, was ist das Erlebnis Altstadt Zofingen, Shoppen in der Altstadt? Also wir haben natürlich einfach eine riesige Vielfalt an Läden. Das sehen vor allem die Leute, die nicht von Zofingen sind, die von auswärts kommen. Das sehen wir auch bei unseren Anlässen jeweils. Da kommen Leute und sagen, yes, ist das Zofingen schön, was da für Läden hat und was da nicht alles gibt. Was mir ganz besonders freut, ist das letzte Jahr, Gabriela hat das der GV vom Gewerbeverein gesagt, das erste Mal eigentlich wieder mehr neue Läden hatten, als solche, die zugegangen sind. Und ich mache es so, dass ich eigentlich zu jedem gehe, der frisch ist, und die gehen fragen, warum sind sie da? Und die meisten sagen, ja, wir haben gehört, Zofingen ist lebendig, Zofingen läuft etwas, da ist immer etwas los. Also das Empfinden von Auswärtigen ist ganz, ganz anders als das von den Ansässigen. Gabriela, wieso shoppst du in der Altstadt gerne? Ich finde es halt einfach noch schön, weil du immer wieder Leute triffst. Also du kannst hier, grüezi da, die Leute kennen dich im Laden, das finde ich auch noch sehr wichtig. Und die Leute geben sich sehr Mühe. Und ich finde, eben wie Brigitte hier gesagt hat, das ist wirklich schön. Also Zofingen ist mega schön. Aber vielleicht auch, weil ich von auswärts komme, sehe ich es mehr als die hier wirklich hier leben. Ihr kümmert euch alle um die Lädler in der Altstadt unter anderem. Wie ist jetzt der Zustand von diesen Lädler? Geht es denen wirklich so schlecht, wie man immer meint? Oder geht es ihnen gut? Wie würdest du es sagen? Wie siehst du das, Gabriela? Also gut, das kann man sicher nicht verallgemeinern. Es gibt sicher Läden in der Stadt, denen geht es extrem gut. Eben gerade die, die tägliche Gebrauchssachen haben. Eben Brot, Metzgereien und so, das ist sicher besser. Ich denke, es gibt schon Läden, die müssen ein bisschen kämpfen. Aber es gibt so viele innovative Leute in Zofingen, in der Altstadt, die jahrelang ihre Läden hier haben und das auch bestreiten. Und ich bewundere das ein bisschen auch, weil ich sehe manchmal schon, also auch ich weiss, wie man das Geld muss hart verdienen muss. Und wie hier Leute teilweise doch, also mit relativ grossen Läden oder ein spezielles Angebot, wirklich überleben können, finde ich mega super. Also wir wären nichts ohne die Leute. Christoph, wie sieht es aus mit den Piazza-Läden? Wie ist der Zustand? Ich glaube, man muss das relativ pragmatisch und entspannt sehen. Ich bin überzeugt, dass noch ein paar Läden werden zugehen in Zofingen. Aber ich bin auch überzeugt, dass es immer wieder neue wird geben, weil es ist ja so, die sich nicht bewegen, die verschwinden. Und die etwas Neues machen, im Facebook zum Beispiel aktiv sind, die bei uns dabei sind, die immer ein bisschen mitmachen, das sind, die braucht sie jetzt gerne. Und die reden auch nicht pessimistisch, die reden auch positiv und gut. Und es hat auch damit zu tun, wenn man im Laden steht. Also wenn man hier kommt und die Leute fröhlich sind, das sind automatisch die Läden, die besser funktionieren. Brigitte, was hat die Stadt für einen Eindruck vom Zustand der Lädler? Die Stadt, also so oder ich? also eben, ich rede jetzt als Brigitte Albisser, ich kann das wenig jetzt aus Sicht von der Stadt sagen. Mich tut es grundsätzlich ein Gute. Also,
Klar gibt es einmal den einen Laden, der vielleicht zugeht, aber bis jetzt, wie der Herus das gesagt hat, es kommt eigentlich immer wieder etwas nach. Meistens irgendetwas, das ich auch finde, nur schon optisch von außen ist es häufig attraktiver, als es vorher schon war. Das spricht eben auch für die Innovation von diesen Leuten, dass sie Neues probieren. Und ich glaube, das ist, von dem her sind wir eigentlich auf einem guten Weg, denke ich. Jetzt, wie ich schon gesagt habe, alle drei kümmern sich um die Altstadtlädler. Gabriela, du bist die vom ältesten Verein, Gewerbeverein, über 175 Jahre. Was macht jetzt der Gewerbeverein konkret für die Altstadtlädler? Bei uns ist das im Verein ja immer so ein spezielles Thema. Und es sind relativ wenige Läden leider bei uns Mitglied. Was wir jetzt aber doch herausgefunden haben, wenn wir eine grosse Umfrage gemacht haben bei unseren Mitgliedern, ist, dass auch der Geschäft außerhalb von der Altstadt sehr am Herzen liegt und auch diesen Mitgliedern wirklich auch, ja, dass man diese unterstützt. Das heisst, wir tun uns wieder mehr auch mit natürlich Zusammenarbeit mit dem Heroes und der Piazza sehr engagieren. Was wir auch noch haben, sind unsere Gutscheine, die in sehr vielen Geschäften in der Altstadt auch eingelöst werden können. Das ist sicher auch etwas Positives. Und sonst probieren wir einfach möglichst positiv auf die Leute zuzugehen. Positiv, wenn wieder irgendeine Kritik oder etwas kommt. Oder jetzt auch wieder mit dem Parkieren. Ich will nicht weiter auf das Thema eingehen, das haben wir jetzt schon ewig gehört. Aber dort haben wir auch probiert, zusammen mit Piazza und der Stadt irgendetwas zu bewirken. Wir sind einfach vorwiegend auch eben unterstützend tätig mit den zwei Personen, die hier links von mir stehen. Wie sieht es aus mit Piazza? Was macht ihr für eure Mitglieder? Gabriele hat das gut gesagt. Wir sind eine kleine Stadt und da braucht es. Und es hat jetzt ein paar. Und wir arbeiten sehr gut zusammen. Und was wir machen, machen wir zusammen. Was die Altstadt betrifft, sowieso. Ich sage es immer so, wir sind ein kleine Brüder vom Gewerbeverein. Und wo wir einfach schauen können, ist, dass die Rahmenbedingungen gut sind. Dass wir müssen schauen, dass der Food in der Altstadt ist. Dass wir den Alltagsbedarf einkaufen. Wir müssen schauen, dass junge Läden, junge Gewerbeplätze haben in der Altstadt. Wir müssen schauen, dass auch Rahmenbedingungen, wie schon gesagt, Parkhaus, dass das 2 Stunden gratis ist. Ich denke, das ist wichtig, das ist ein gutes Verkaufsargument. Und die Zusammenarbeit mit der Stadt hat sich auch extrem gewandelt. Also ich merke, dass man heute extrem viel mehr machen kann, schneller machen kann, spontaner machen, unkomplizierter machen, als das vielleicht noch vor 5 Jahren möglich war. Und so gesehen sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Verglichen mit anderen Altstädten im Kanton Aargau sind wir da sicher, haben wir fast ein bisschen eine Vorreiterrolle heutzutage, würde ich mal sagen. Brigitte, du als Leiterin Stadtmarketing hast schon mehrere Sachen, die du vermarkten musst. Was machst du konkret für die Lädler oder wie du die unterstützt, jetzt im Speziellen? Wie du gesagt hast, es sind verschiedene Sachen und es ist häufig nicht nur explizit jetzt für die Lädler. Wir haben rund 10% respektive 9% der Einwohner in Zofingen sind in der Altstadt und alle anderen sind außerhalb der Stadt. Und von dem her sind wir natürlich nicht nur für die Altstadt zuständig. Was für uns natürlich ein wichtiges Aushängeschild ist, sind die Stadtführungen, die wir haben. Immer. Das sind rund etwa 300 Führungen, die in Zofingen stattfinden, jedes Jahr. Mit rund 20 Besuchern. Das heisst, es sind etwa 6'000 Leute, die sich rund eine Stunde, anderthalb in Zofingen aufhalten pro Jahr. Und uns ist dort ganz wichtig, dass die Stadtführer die Stadt Zofingen als sehr etwas Positives eigentlich verkaufen. Das ist eine Art ein Verkaufsinstrument, die Stadtführung, die wir hier haben. Und wir wissen auch von den Rückmeldungen von den Leuten, die Führungen besucht haben, dass das extrem gut ankommt. Die erzählen das nachher wieder weiter und das ist eigentlich bestes Marketing für uns. Selbstverständlich, das hat der Herus auch schon angesprochen, sind wir auch dran, die ganze Bewilligungspraxis immer wieder ein bisschen zu überarbeiten und schauen, dass das möglichst effizienter geht, auch einfacher geht. Auflagenmässig ist natürlich schwierig, das sind Gesetzmäßigkeiten, die das auch immer wieder ein bisschen einschränken. Aber die Zusammenarbeit, dass das sicher gut funktioniert, das sind wir bestrebt. Und dann ist es auch noch so, dass es ja jetzt seit einem Jahr einen Verein gibt im Kanton, IG Aargauer Altstädt. Und dort sind wir gut vertreten. Dort geht es wirklich explizit darum, die Aargauer Altstädt, die 13 Städte zu vermarkten, respektive eigentlich denen ihr Potenzial auszuschöpfen. Und da arbeiten wir mit. Aber das ist halt mehr noch so ein bisschen konzeptionell, wo man weniger jetzt einfach gerade sagen kann, dass jetzt kann dieser Laden jetzt im Moment davon profitieren. Herus, du hast gesagt, ihr arbeitet sehr eng mit dem Gewerbeverein zusammen. Euch gibt es erst seit 2 Jahren. Hat es das noch gebraucht? Hat man das nicht können irgendwie gemeinsam machen? Hat es explizit einen neuen Verein gebraucht?
Vielleicht hätte man das auch machen können. Wir haben es jetzt einfach mal so gemacht. Ich glaube, da muss man gar nicht zu fest darüber nachdenken. Wichtig ist ja, dass man einfach mal drauf los macht und Ideen, die man hat, auch probiert umzusetzen. Das braucht manchmal eine gewisse Hartnäckigkeit. Und man macht sich auch nicht überall nur beliebt. Aber ich sage immer so, die da Piazza Mitgliedschaft zahlen, die zahlen nicht dafür, dass ich mehr beliebt mache irgendwo, sondern wenn das irgendetwas bewegt wird. Und trotzdem versuchen wir, und das haben wir an und für sich jetzt auch geschafft, alle unter einen Hut zu bringen, also niemanden zu ausschließen, auch zu schauen, dass man irgendwo Wogen kann glätten, dass man irgendwo Zusammenarbeiten suchen kann, dass man einfach probiert, auch andere zu verstehen. So. Aber gleich immer mit dem Ziel geradeaus und möglichst zielstrebig und schnell und effizient, möglichst viel können zu bewegen, dass die Leute wieder in die Altstadt kommen und Freude haben, wenn sie da sind. Du hast es erwähnt, deine Person ist sehr dominant im Piazza, logischerweise. Du bist der das anreisst, der vorausspringt. Im Gewerbeverein hat man das früher auch gehabt. Mit Monika Sager hat einmal das eine Zeit gemacht, da haben so die Hauli früher. Immer wenn so eine Person nachher gehört hat, ist eigentlich alles zusammengefallen. Wie ist das da bei der Piazza? Hast du keine Angst, dass das einmal passiert? Oder machst du das jetzt einfach, bis du pensioniert bist? Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch einen Sohn. Aber wir stehen ja am richtigen Ort. Da sind gerade Klötzchen, die zusammengefallen. Ich hoffe, es geht mit Piazza nicht so. Aber ich denke, grundsätzlich ist jeder austauschbar. Und wenn ich das mal nicht mache, dann kann das jemand anders machen. Man kann das übergeben. Aber es ist jetzt halt einmal so gewesen. Und es hat sich auch gut bewährt, dass wir haben eine ganz, ganz eine einfache Struktur. Wir haben keinen Vorstand, keine Sitzungen, nichts. Das heisst, wir sind einfach ein paar, die absprechen, was machen wir. Machen wir drauf los, Gesuche stellen, machen und mal schauen, was rauskommt. Ich sage immer, ich habe lieber etwas, das 95% perfekt ist und dafür findet Stadtmohn, als etwas, das in 3 Jahren vielleicht mit 100% Perfektion stattfindet. Das ist ein bisschen mein Motto und darum gibt es auch manchmal etwas, das nicht ganz 100% ist. Stehe ich ja dazu, ist es so. Du sagst, stattfindet, es findet sehr viel statt in der Zofinger Altstadt, seit das Piazza da ist. Auch jetzt gerade im Moment kann man wieder überall spielen. Das ist eine coole Sache eigentlich. Merken deine Mitglieder das? Sagen sie, dank diesen Anlässen hat es mehr Leute und es gibt mehr Umsatz, weil das ist am Schluss entscheidend. Mehr Leute, das merkt man ganz sicher, das merkt man optisch, wenn man durchläuft. Mehr Umsatz, das habe ich von Anfang an immer gesagt, da müsst ihr mal 3-4 Jahre warten. Du kannst nicht etwas, wo man 30 Jahre irgendwie schlecht geredet hat, in einem halben Jahr wieder das Gefühl haben, man hat 20% mehr Umsatz. Aber es geht darum, dass die Leute wieder kommen und dass man positiv redet. Und ich glaube, das positiv reden im Vergleich zu früheren Zeiten hat sich extrem verändert. Was jeder aus den Plattformen macht, ich sage es immer, was wir machen, ist ein weißes Blatt Papier, jeden Anlass. Das Bild muss jeder selber drauf malen oder umgekehrt. Ich habe gesagt, wir sind Swisscom, aber die letzten Meter muss jeder selber machen. Und es hat natürlich Läden, die extrem profitieren, weil sie extrem viel machen. Und dann hat es solche, die halbherzig ein bisschen dabei sind und die profitieren vielleicht weniger. Aber auch die, das eine oder andere Mal, merken das vermutlich. Ich hoffe schon, dass sie es auch irgendwann im Geldbeutel dann können merken können. Gabriela, wie würdest du dir die Altstadt Zofingen im Idealzustand vorstellen? Das heisst, gibt es noch Sachen, wo du das Gefühl hast, das könnte man noch verbessern, das müsste anders sein vielleicht mal für in Zukunft, wenn man das überhaupt könnte machen? Also für mich ist sie ziemlich ideal. Also natürlich wünschen wir uns immer gar kein Ladenlokal, das leer ist. Das ist halt so. Wir sind aber wirklich eine sehr grosse Altstadt und wir haben immer wieder ein bisschen Lokal, die leer sind. Aber mir denkt, wir sind echt ziemlich ideal, wenn wir so weiterfahren können und mit Piazza zusammen das so jetzt können intensivieren und auch können nachhaltig gestalten können, bin ich sehr glücklich über unsere Stadt. Wirklich, ich bin sehr gerne da. Brigitte, hast du noch eine Idee, was wir noch optimieren können, wenn jetzt alle Sachen offen wären? Keine Hindernisse, nicht. Also das Patentrezept habe ich jetzt hier nicht, da müssen wir erstens länger überlegen und wenn ich das hätte, dann würde es wahrscheinlich noch mehr florieren. Was ich sehr schön finde und jetzt sicher mit Piazza eigentlich schon mal auf einem guten Weg ist, ist, dass wie das Leben mehr draussen stattfindet. Und das finde ich ganz wichtig. Also wenn einfach quasi jeder Ladenbesitzer in seinem Laden ein gutes Geschäft macht, ist das sein, aber man merkt es noch nicht. Und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, die Stadt ist belebt, das sieht man auch zum Teil in südländischen Ländern oder in anderen Altstädten im Ausland, wo gut funktioniert. Die Ware wird zum Teil draussen präsentiert. Es ist einfach einladend durch das, dass einfach auch Gegenstände oder so draussen die Städte respektive das Ladenlokal schmücken. Und durch das bewegen sich mehr Leute in der Stadt. Und ich glaube, das ist etwas, was weiterhin anzustreben ist, dass einfach noch mehr draussen unternommen wird. Herr Russ. Wer hast du noch dran? Ich habe zwei Sachen. Einerseits denke ich,
Es wäre schön, wenn die Läden, die bei uns dabei sind, und so, wenn die auch noch mehr untereinander mitmachen. Nicht nur jeder denkt, was kann ich an so einem Anlass machen, was kann ich machen für mich. Sondern wenn sie viel mehr, wir haben ein schönes Beispiel, die Rathausgasse, sie haben jedes Mal eine Sitzung vor, haben wir schauen. In der Rathausgasse ist immer das Gefühl, die machen etwas miteinander, das wünscht ich mir noch für den Rest der Altstadt auch noch mehr. Das ist eins. Und das andere, das ist generell einfach so altstadtmässig. Ich finde, eine Altstadt muss leben. In anderen Städten geht man um 11 Uhr auf Gas, bei uns muss man um 11 Uhr reinräumen. Also ich denke, da braucht es auch noch ein bisschen mehr Toleranz von den Bewohnern in der Stadt. Da braucht vielleicht auch ein hartes Konzept, mal, was ist wo. Aber ich denke, da müsste man schon einen Schritt vorwärts machen. Weil ich habe eine ganz einfache Einstellung, wer in einer Stadt wohnt, der muss das tolerieren. Wer das nicht will, der muss nicht auf den 3% von Zofingen wohnen, wo es zur Nacht ein bisschen lauter ist. Ich hätte noch einen Zusatz. Und zwar ist es so, das ist, wird nicht immer von allen sehr gut entgegengenommen, wenn man das sagt, aber es ist so, dass vor allem auch Neuzuzüger, wo wir immer wieder umfragen möchten, sagen, sie hätten gerne, wenn die Läden auch über Mittag offen hätten. Und ich habe das Gefühl, da wir so viele Arbeitsplätze haben, auch gerade unmittelbar auf der Seite von der anderen Bahnseite, eigentlich nicht bei der Altstadt, das wäre wirklich gut, wenn man Mittag oder mindestens an gewissen Mittagen mehr Läden könnte offen haben. Weil wir haben so viele Restaurants und Lokale in der Stadt, dass sehr viele Leute auch hierher kommen, zum Mittagessen, selbst zum Teil, wenn sie eine Kantine haben, einfach weil es schöner ist in der Altstadt oder besser. Und wenn man denen dann kann anbieten kann, dass man auch in dieser Zeit mal noch schnell eine Besorgung machen kann, ich glaube, das wäre etwas, was wirklich auch noch zum Besseren beitragen könnte. Ist das mal ein Thema gewesen bei der Piazza? Also Ladenöffnungszeiten vereinheitlichen, einfach Finger davor lassen. Es geht nicht. Oder? Es wäre zu schön, wenn man das wirklich sagen könnte. Es haben alle am Donnerstag zu oben offen oder irgendetwas. Alle am Montag zu, es wäre zu schön. Aber also, was Brigitte gesagt hat, höre ich jeden Tag. Warum haben die Läden nicht über den Mittag offen, die ganze Industriezeit hat zum Einkaufen? Und ich, wenn ich einen Laden habe, würde ganz sicher auf am Mittag. Den anderen kann ich es nur heiß empfehlen. Und das ist sicher etwas, was gut wäre. Ich glaube, wir haben hier schon ein paar Mal darüber diskutiert. Ja, sehr. Also eben, wir haben das hier aufgegeben, glaube ich, etwas zu probieren. Klar, ich bin dieser Meinung, ich bin effektiv 100% der Meinung von der Brigitte, aber ich verstehe auch gewisse Läden, die sagen, wir können es nicht. Es gibt, jeder hat seine eigenen Strukturen, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und ja, es ist, glaube ich, effektiv so. Man kann es nicht vereinheitlichen. Und da kann man grundsätzlich sagen, dass der Altstadt so viel nicht so schlecht geht, wie man vielleicht viel geredet wird. Was vor allem auch erstaunlich ist, du hast es vorhin erwähnt, als du auf die Bewohner gekommen bist, Altstadt Wohnungen zu finden, das ist ja, also fast, da musst du fast in einen Sechser im Lotto zahlen. Also Wohnen ist da brutal in. Ist das vielleicht so, dass mal in Zukunft das einfach nur noch eine Wohnstadt ist und eigentlich die Läden langsam aber sicher rausgehen? Nein, da bin ich auf keinen Fall überzeugt davon, sondern im Gegenteil, das wird eine Lädeli-Stadt geben und die Läden werden leben und das muss miteinander sein, es braucht beides. Wenn eine Stadt soll leben, dann muss es gute Einwohner haben, es muss gute Läden haben, es muss alles da sein und da bin ich überzeugt, wir sind auf einem super Weg. Wenn man die Läden zusammenschaut und wenn man andere Leute auf die Zofi kommen, die staunen alle, was wir für lässige Geschäfte haben. Wir haben wirklich lässige Geschäfte. Ganz am Anfang hat mal einer gesagt, komm, wir nehmen nur die guten Läden zur Piazza, haben wir aufzählen, dann sind wir zu vierten hoch, auf 60 Läden kommen, wo irgendeiner gesagt hat, den müssen wir aber auch noch nehmen, das ist auch gut. Also, wenn wir 60 gute Läden haben, sind wir nicht so schlecht dran. Was denkst du über die Wohnstadt, Sofie? Also, ich glaube nicht an das. Nein, weil, wie der Herr gesagt hat, es braucht eigentlich einen Mix. Also es braucht, für das eine attraktive Wohnstadt ist, in Zofingen, es gibt andere Städte, die anders funktionieren, aber für uns, für die Grösse, bin ich absolut überzeugt, dass es auch einen guten Ladenmix muss haben, damit die Wohnlage oben auch interessant ist. Es ist nach wie vor auch, ja, es gibt einzelne Liegenschaften, die unten in einer Wohnung haben, aber meistens ist halt einfach so fast ein bisschen gegeben von der also von den Gebäuden, dass eigentlich zu untersteigenden Laden oder Dienstleister, wenn es halt so ist, ein Dienstleister drin ist und dann nachher die oberen Geschosse für Wohnungen genutzt werden. Und wenn der Mix stimmt, dann ist beides interessant. Gabriela, kannst du dir vorstellen, mal hier zu wohnen, wenn du pensioniert bist? Ja, sicher. Also wenn ich dann noch steigen laufe, das ist manchmal ein Problem. Aber also für mich ist es auch kein Thema. Also Zofingen braucht Läden, Zofingen wird immer Läden haben. Was wir sicher noch werden anschauen mit dem Hirus zusammen, wir haben das schon mal diskutiert, mit der Stadt auch, dass man vielleicht die Hausbesitzer wirklich auch mal noch könnte, ein bisschen sensibilisieren darauf,
dass man auch Läden in diese Lokalitäten reinnehmen. Was wir schon nicht wollen, wäre, dass jetzt Umbauten stattfinden. Was wir sicher nicht wollen, ist, dass wir noch irgendwie 20 Coiffeure haben und noch eines irgendwie ein Zahnarztzentrum, was mich selber betrifft, im schönsten Gebäude haben, das wir haben. Aber ich muss sagen, da können wir noch sicher noch daran arbeiten. Wir können denen nicht reinreden, diesen Hausbesitzer, aber wir können sie vielleicht positiv in eine Richtung lenken, wo wir sagen, schauen doch, dass wir effektiv den Ladenmix, wo wir immer müssen daran arbeiten müssen, auch können so interessant gestalten, dass es wirklich eben ein Wohnen, Ausgang, Restaurant, Einkaufen statt bleibt, das Zofingen. Vielleicht noch zum Schluss, was haben wir so ein bisschen gegenseitig für Ansprüche? Gabriela, was wünschst du dir zum Beispiel von Piazza in der nächsten Zeit? Also für mich ist klar, es gibt, also ich habe es super mit Piazza, also ich habe es sehr gut mit dem Heroes, ich habe das Gefühl, dass effektiv Piazza auch extrem lebt von dieser Person. Heraus, also es ist wirklich so, er macht so viel und ich wünsche mir einfach, dass er die Energie behaltet und dass wir einfach die Zusammenarbeit, so wie wir sie jetzt haben, wirklich auch so können aufrechterhalten und zusammen können gut haben mit der Brigitte. Also, dass wir einfach, wir drei Parteien, wir müssen uns untereinander einfach einig sein und sicher sein und zusammenhalten und dann kommt es gut, oder? Und das wünsche ich mir einfach. Heraus, hast du einen Wunsch an die Stadt? Vor zwei Jahren hatte ich sicher noch mehr Wünsche gehabt als heute. Aber ich muss sagen, heute ist eigentlich mit allen, sei es jetzt Werkhof, Stadtbüro, Marketing, oder Polizei oder was immer, also die Zusammenarbeit ist gut, sinnvoll, pragmatisch und relativ speditiv und das ist lässig und das hat sich gut entwickelt. Oder? Was ich mir würde wünschen, ist grundsätzlich einfach statt 80 120 Mitglieder noch bei uns. Das hat das Potenzial. Aber ich glaube, dass wir da auf dem Weg sind, wo das immer wieder die Leute auch sehen, dass so etwas braucht und das Sinn macht und dass wir es auch bis jetzt einigermaßen anständig und nicht so schlecht gemacht haben wahrscheinlich. Alle. Brigitte, hast du noch einen Wunsch an Piazza oder an Gewerbeverein? Wie der Heraus gesagt hat, ist es effektiv so, dass sich gerade jetzt die Zusammenarbeit zwischen Piazza und der Stadt Zofingen in den letzten Jahren eigentlich sehr gut entwickelt hat. Das ist jetzt also wirklich schon auf einem sehr guten Stand. Wenn es noch weiter so geht, wie es gegangen ist, glaube ich, Heraus, das wäre ideal, oder? mit dem Gewerbeverein auch. Also dort haben wir ab und zu einen Austausch und das schätze ich sehr. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach miteinander redet, dass man miteinander aufeinander zugehen kann, mit Anliegen. Aber es gibt immer wieder Themen, wo man unterschiedlich auffasst. Aber im Moment, glaube ich, ist man so auf einem guten Weg, dass man wirklich sehr gut miteinander umgehen kann und eine gute, positive Zusammenarbeit hat. Und ich hoffe, das bleibt so. Gut, wunderbar, schönes Schlusswort. Besten Dank, dass ihr da gewesen zu dem Altstadt-Talk und das war es. Adi miteinander, bis bald auf Regional FTV.